Herzlich willkommen zu einem endlich weiter folgenden Video auf meinem Kanal Plastic Nerd. Es ist lange Zeit her, als ein Video kam, aber jetzt möchte ich hier Gas geben. Deswegen habe ich auch die Garage umgebaut, dass man hier ein ordentliches Setup hat mit ordentlich Licht und einer akzeptablen Kameraposition, dass es hier ordentlich aussieht. Das war mein Anspruch, den habe ich mir jetzt erfüllt. Jetzt kann's los. Und es geht direkt um einen 3D-Drucker, denn es geht hier um den Mingda D2. Den habe ich mir aus eigener Tasche bezahlt und der kommt für 168 Euro. Das war damals zu einer Zeit ein richtiges Schnäppchen zu mir nach Hause. Mittlerweile hat der einen Verkaufspreis von 235 Euro. Deswegen habe ich mir was kostengünstiges gekauft, was anhand der Hardware und Software, die in der Beschreibung stand, einiges leisten kann oder halt auch mit den Upgrades noch um einiges besser werden kann. Das testen wir aber alles. Jetzt geht es erstmal um den Drucker an sich, wie er hier out of the box funktioniert und dasteht. Da einige Leute immer sehr interessiert sind, wie die Drucker denn heutzutage verpackt werden oder auch bei einem ankommen, ich spreche von losen Schrauben, losen Rändelmuttern, losen Notensteinen, die durch der Packung in der Gegend fliegen oder das ganze Geklapper, was manchmal stattfindet, war ich bei dem Drucker sehr überrascht. Er hatte diesmal keine Probleme, es war eine saubere Verpackung, wie man es heute standard üblich kennt. Schöner Schaumstoff, schön ausgeschnitten mit einer Fräse und eingepackt, zweischichtig, einmal unten die ganze Elektronik in dem kompletten Kasten, oben drüber dann mit einer nächsten Schaumstoffschicht, schön eingefräst, schön eingelassen, die X- und Z-Achse so verlegt, dass das Ganze ausgepackt werden konnte und wirklich nur mit vier Schrauben, jeweils zwei rechts, zwei links, die Z-Achse und die X-Achse direkt an den unteren Korpus angeschlossen werden konnte. X-Achse bzw. der Extruder an die X-Achse, an den X-Schlitten hier mit drei weiteren Schrauben befestigt werden konnte. Somit hatte ich eine Bauzeit, eine Aufbauzeit von rund 10 Minuten, kann auch 15 Minuten dauern, wenn man sich zwischendurch mal was zu trinken holt. Die Maße des Druckers im aufgebauten Zustand möge auch den einen oder anderen interessieren, weil ja viele von euch schon diese Einhousingsboxen haben oder sich bauen werden oder in Planung haben. Der aufgebaute Zustand des Druckers beträgt von der längsten Seite bis zur längsten Seite in der Breite 40 cm, in der Höhe haben wir 53,5 plus Filamenthalter ungefähr 69 plus Rolle, die ich jetzt hier drauf habe, komme ich auf 75 cm, wenn ich es wirklich gut rechne. In der Tiefe haben wir von der längsten Seite bis zur längsten Seite ein Maß von 46,5 cm. Oder somit wisst ihr jetzt, wenn ihr so einen Drucker euch zulegen möchtet, was für eine Breite und Höhe der hat. Ihr könnt die Filamentrolle natürlich auch seitwärts montieren. Dann habt ihr ein gewisses Plus von 15 cm, nur vom Filamenthalter. Das heißt, entweder wandert euer Drucker in die Breite plus 15 cm oder bei mir, wie es hier ist, in die Höhe plus 15 cm. Der erste Eindruck am aufgebauten Zustand des Druckers war folgender. Und zwar war ich sehr überrascht von der Y-Achse, denn die Y-Achse läuft auf zwei 20x20 Profilen, die voneinander getrennt. Ich habe hier in der Breite vom Y einen nicht so großen Hebel, wie ich es von anderen Druckern heutzutage kenne. Die sind nämlich nur mit einer 20x20 oder 20x40er Profil ausgestattet, was mittig verläuft, haben trotzdem ein großes Druckbett, laufen im FDM-Verfahren und haben dann natürlich hier einen viel größeren Hebel am Schlitten. War ich hier sehr überrascht. Ich habe hier zwei 20x20 Profile von einem relativ großen Abstand. Somit mein Hebel hier an dem Druckbett eigentlich sehr, sehr gering. Des Weiteren, was mir hier aufgefallen ist, sind eine bislang mir nicht bekannten Endschalter. Etwas minderwertigere Endschalter, so empfinde ich sie. Und hier beim X finde ich auch nicht praktisch gelöst, dass wir hier in der Z-Achse ein Kabel rumliegen haben, was aus dem Korpus kommt, ab und zu auch mal im Weg sein kann, sodass, wenn er homet, das Kabel hier ist und der Taster dann drauf drückt und ich hier einen falschen Abstand bekomme, aufgrund des Kabels, welches im Weg ist. Klar kann man dafür Abhilfe schaffen, aber wir reden ja jetzt von einem Drucker out of the box. Was mir weiterhin sehr positiv aufgefallen ist an dem Ganzen, ist das allgemein cleane Aussehen, Auftreten des Druckers. Er macht ein sehr sauberes Bild, es ist alles schön verkabelt, alles in schönen Netzschläuchen versehen, schöne Schrumpflöcher dran, alles super verkabelt, hat den einen oder anderen Vorteil, aber auch hier oben vielleicht den einen oder anderen Nachteil, dazu kommen wir aber gleich. Dass die SD-Karte vorne sehr, sehr gut zugänglich ist, es gibt keine Fehleinschiebungen, es ist nur eine Richtung möglich und man kann die SD-Karte auch nicht über den Slot oder unter den Slot schieben, sodass sie mal ins Gehäuse reinrutschen könnte, was ich bei manchen Druckern schon erlebt habe. Ich habe hier vorne noch einen USB-Anschluss und hinten ganz normal mein Netzteilstecker mit einem Power-Switch on und off. Des Weiteren ist mir positiv aufgefallen, dass die Z-Achse durch zwei Z-Motoren und zwei Z-Spindeln auch angetrieben wird. Nicht nur ein Motor und drüben obligatorisch eine zweite Spindel, die dann oben mit einem Riemen betrieben wird, sondern wirklich zwei Schrittmotoren,
die hier eine Kopplung haben und natürlich auch zwei Spindeln haben und das Ganze dual motorisiert ist. Die Halterung der Spindel oben am Drucker ist durch einen Kugelgager gelöst, welches auf beiden Seiten nicht fest einsetzt, damit es ein bisschen Spiel hat, und durch Aluminiumkopplungen, die hier oben fest verschraubt werden können. Alles in allem war ich auf dem ersten Eindruck sehr, sehr zufrieden. Bei den ersten Prints, als ich die SD-Karte eingeschoben habe und die Prints losgelegt habe, allerdings nicht so. Meine ersten Drucke liefen soweit eigentlich akzeptabel. Aber mir ist aufgefallen, dass nicht nur meine Slicing-Einstellungen zu diesem Drucker passen. Ich drucke zum Beispiel auf 210 Grad, hier drucke ich auf 195 Grad. Die passen nicht ganz, die zu dem Drucker konfiguriert worden sind. Somit habe ich hier ein Benchy-Board gedruckt und hatte da einige Schwierigkeiten. Habe dann ein zweites Benchy-Board gedruckt und habe gesehen, okay, das Stringing ist schon behoben, aber ich hatte trotzdem weiterhin Schwierigkeiten in dem Layer. Habe noch weitere Halloween-Dinger drucken wollen und hatte immer noch Probleme im Layer und habe dann immer weiter gedruckt und immer weiter gedruckt und ich habe einfach keine Verbesserung feststellen können in den Layern, obwohl ich an den Settings gespielt habe ohne Ende. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, natürlich viel zu spät, aber ich habe geschaut, ey, hier muss irgendwo Spiel sein, das kann doch nicht sein. Aber mir ist ein Riesenproblem aufgefallen, was dieser Drucker hatte, out of the box. Ganz wichtig, out of the box, das kann sich im Transport verschieben etc. war mit zwei Schraubendrehern wieder gelöst. Und zwar hatte ich das Problem, dass ich in der Z-Achse hier keinen ordentlichen Kontakt hatte auf dieser Schiene und auch nicht auf der Schiene. Das heißt, die Laufräder, die auf den Profilen laufen, haben keinen Kontakt zu dem Profil gehabt und hatten dann auch keine Möglichkeit, das Ganze zu stabilisieren. Und da habe ich relativ viel Spiel gehabt. Ich konnte die Räder bewegen, ich habe keinen Widerstand gemerkt, ich konnte die drehen, wie ich wollte, und das auf beiden Seiten. Habe ich ganz schön Abhilfe schaffen können mit dem Maulschlüssel, zweimal hier rechts, zweimal hier links an der Exzenterschraube gedreht und schon war die Sache fest. Und die Druckergebnisse kamen dann auch dementsprechend raus. Eine schnelle Sache, habe dann wieder meine alte Slicing-Einstellung verwendet, habe die Temperatur ein bisschen angepasst und die Drucke wurden auf einmal wunderbar. Das Bauvolumen des Druckers und die Technik des Druckers ist sehr gut. Das Bauvolumen ist hier von 230 auf 230 in X und Y als in der Höhe auch von 260 mm angegeben. Wir haben hier oben einen Filament-Runout-Sensor, der sehr gut funktioniert. Wir haben hier unten eine LED, die funktioniert, aber sich nicht schalten lässt. Wir haben einen Direktextruder. Die Schrittmotoren laufen sehr solide und sehr, sehr leise, was mir sehr wichtig war in meinem Keller. Auf den TMC 2208 Steppertreibern, die sind super leise und geben eigentlich wirklich keine Geräusche her. Außer halt, was man hört, sind die Lüfter, die laufen. Aber das ist ein ganz leises und beruhigendes kleines Summen. Wir haben bei dem Druckbett ein beheizbares Druckbett mit einer abnehmbaren magnetischen flexiblen Gummiplatte, die eine sehr gute Haftung hat. Es ist Bulltech ähnlich, es ist eine raue Oberfläche. Man kann sich es ungefähr vorstellen wie so eine Bulltech Folie, die verbaut ist auf vielen Printern. Wir haben hier keinen Auto-Leveling-Sensor verbaut. Wir haben hier vier Rändelschrauben auf jeder Seite, zwei Stück. Wir haben einen Direktextruder, der hier in einem vermeintlich schön designten Gehäuse verbaut ist, dieses aber wirklich nicht dem Schutze dient, wie es dienen soll oder halt so sinnvoll ist, wie es jetzt hier angebracht ist. Diese Lösung, die ich hier Serie verbaut habe, finde ich nicht gut, da werden wir Abhilfe schaffen. Dieses Gehäuse ist für mich totaler Quatsch, es wackelt nur hin und her, es vibriert, es macht richtig Alarm. Ich habe es jetzt dran gelassen, ich habe hier schon eine andere Lösung, die machen wir in den Upgrade-Videos. Beziehungsweise dieses Gehäuse hat hier normalerweise gar keine gebogenen Bleche. Ja? Ihr seht hier, ich habe hier viel Luft, weil ich das aufgebogen habe. Normalerweise sitzt das Press hier dran. So pressiert dran, dass der Lüfter, der hier innen drin verbaut ist, für die Bauteilkühlung sich gar nicht bewegen kann. Er ist zwar angeschalten, auch im Slicing-Programm aktiviert, kann sich aber nicht bewegen, weil das Bauteil tatsächlich zu stark an den Lüfter drückt. Aus dem Grund habe ich hier ganz einfach schnelle Abhilfe geschaffen und habe das Ding hier einfach mal aufgebogen. Der Lüfter lief, alles problemlos. Aber, wenn dieser Kollege lange Wege im X macht, wie er zum Beispiel hier bei solchen Bauteilen macht. Dieses Bauteil ist so groß wie das Druckbett fast und hat hier wirklich einen langen Weg zu absolvieren. Fängt der Kollege an, sich so aufzuvibrieren, dass das Ding richtig Alarm macht. Also die Tür ist zu und ich höre das, wie dieses Bauteil hier anfängt zu vibrieren und das ist einfach nicht tragbar. Und auch nicht akzeptabel, sage ich. Und vor allem ist die Qualität oder die Konstruktion hier auch einfach totaler Quatsch. Kann man schnell Abhilfe schaffen? Werden wir auch schnell Abhilfe schaffen mit 3D-gedruckten Bauteilen, die wir uns hier selbst designen und selbst machen. Das Ganze könnt ihr auch im Discord bei mir im Discord-Kanal verfolgen.
Da lasse ich so meine Ideen, meinen Gedankengang gerne mal freien Lauf und bekomme immer gerne auch konstruktive Kritik oder Verbesserungsvorschläge von den Jungs, die dabei sind oder den Mädels, die dabei sind. Da freue ich mich immer sehr. Da findet immer eine gute Diskussion statt und auch eine sachliche Diskussion statt, was dann hier auch den Drucker am Ende des Tages nochmal um einiges besser machen könnte, wenn mehr Leute damit dran arbeiten. Diese Verkabelung läuft alleine durch diesen dicken Klöpper und dieser dicke Klöpper hängt hier an dieser doch so stabilen Bauteilkonstruktion dran, wo ich sagen kann, okay, das kann sich im Druckbild auswirken, das wirkt sich im Druckbild aus und stört auch ganz, ganz klar im Trommelfell. Die LED, die hier in dem Extruder verbaut ist, lässt sich angeblich schalten, bei mir lässt sie sich nicht schalten. Sowohl vor dem Druck, nach dem Druck oder während dem Druck kann ich diese LED nicht bedienen. Ich kann weder die Farbe wechseln, noch kann ich sie aus- und anschalten. Ich kann es nicht auf eine Farbe festlegen, wobei die Firma mir das sagt, dass ich das könnte. Lässt sich aber jetzt ad hoc mit der aktuellen Firma, die hier drauf ist, nicht so bedienen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Der Filament Runout Sensor, der funktioniert. Der funktioniert, sobald das Filament bricht und das Rest des Filamentes durch den Extruder gezogen wird und hier oben kein Filament mehr durchläuft. Diesen Filament Runout Sensor, den kann man auch hier über das LCD steuern. Man kann ihn ein- und ausschalten, das funktioniert. Ich habe meinen Filament Runout Sensor abgemacht, beziehungsweise vom Kabel getrennt und auch hier in den Einstellungen über das Display ausgeschalten, weil ich hier sehr starke Störgeräusche hatte. Ich habe hier ein metallisches Kratzen gehört, ein metallisches Schreien möchte ich schon fast sagen, wenn hier Filament durchgeflossen ist und die Retraction an war, dann habe ich hier wirklich extreme Störgeräusche gehabt. Alles in allem bin ich mit der Technik, die hier drin verbaut ist, sehr zufrieden. Hier ist sehr viel Potenzial nach oben. Das kann ich dann im Discord vielleicht mit den Jungs auch zusammen machen. Vielleicht hat da der ein oder andere auch von euch eine Idee, welche ich gerne unten in den Kommentaren lesen würde. Was auf jeden Fall ein Muss ist bei der Technik bzw. bei dem Aufbau, so wie er jetzt ist. Es gibt viele positive Sachen, wie zum Beispiel, dass die X-Achse, dass die Z-Achse auf zwei Schrittmotoren läuft, dass das Bett hier eine abnehmbare Heizmatte hat, eine flexible Heizmatte, die magnetisch ist, hat, dass der Extruder, ich bin ein Fan von Direktextrusion, dass es hier ein Direktextruder ist, dass das Ganze einen Filament Runout Sensor hat, der bei mir jetzt leider Störgeräusche entwickelt, dass das hier ein solides, cleanes Bild ergibt und dass die Drucke theoretisch auf Anhieb sehr, sehr gut laufen, sofern man hier die mechanischen Probleme, die eventuell durch den Transport entstehen, direkt behebt. Ich kann euch so viel sagen, der Drucker läuft schon einige Zeit bei mir auf Hochtouren und ich bin hier am Drucken für die Garage und bisher sind immer noch nicht meine Ersatzteile für die bisherigen Drucker, die ich zu Hause habe, angekommen. Von daher war das genau die richtige Investition von 168 Euro in meinem Fall mit dem Rabatt, die ich hier hatte. Ansonsten muss ich sagen, ein sehr solides Teil, steht stabil, Filament jagt er durch, ich habe keine Probleme mit irgendwas, super. Super Teil. Regulär kostet er um die 230, aber ich habe bei der Firma nach einem Influencer-Rabatt angefragt. Hey Jungs, könnt ihr mir vielleicht für meine Community, wenn ich ihn vorstellen würde, einen Rabattcode geben? Das haben sie getan. Diesen Rabattcode findet ihr für Amazon unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Und wer Interesse hat, dem Ganzen zu folgen, wie ich hier die Teile zeichne, der bleibt einfach bei dem Kanal dabei. Das machen wir vielleicht im Livestream oder folgt halt einfach meinem Discord-Kanal. Da lasse ich meiner Meinung meistens freien Lauf und lasse meine Ideen frei und sammle so auch Kritik und Verbesserungsvorschläge von der Community, die schon im Discord ist. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Es geht hier weiter mit Plastik und 3D-Druck. Wir haben hier noch zwei 3D-Drucker, die wir unboxen müssen. Wir müssen den Snapmaker 3-in-1 wieder auf Vordermann bringen, denn meine Garagenkit-Bleistifte sind alle und die werden mit dem Snapmaker gelasert. Das aber alles in den nächsten Videos. Ich kümmere mich jetzt hier um die Upgrades, dass das Teil hier als Arbeitspferd in meinen Schrank kann. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Peace. Eine Sache möchte ich diesem Video noch beifügen und zwar gab es bei dem Filament Print Fuel 33% Rabatt als Welcome-Bonus. Ich war aber leider nicht so schnell mit diesem Video, wo ich das eigentlich hätte vorstellen wollen für euch. Und die 100 ersten Bestellungen sind leider schon durch und diese 33% gibt es nicht mehr. Die Leute von meinem Discord, meinem Instagram, wie auch immer, die haben das mitbekommen und konnten sich die ein oder andere Rolle bestellen. Ich habe natürlich auch die ein oder andere Rolle bestellt. Ich habe mir 3 Rollen PLA bestellt. Meine zweite Bestellung, die ich am Tag danach getätigt habe, ist auch heute gekommen. Das ist PETG ASA. Und nochmal eine Rolle PLA. Leider ist aber jetzt diese Phase mit 33% rum. Im Discord folgen auf jeden Fall immer Rabatte, die ich so als Influencer mal zugesandt bekomme. Für Filament oder auch 3D-Drucker wird zum Beispiel hier auch für gewisse 3D-Druck-Plastikobjekte. Ja?
Da werde ich es immer als erst posten, das ist schnell für mich. App öffnen, Code kopieren, Code rein. Für euch eine super Sache. Ihr könnt dadurch sparen, ich kann dadurch auch sparen. Ich habe viel Geld gespart. Ich habe 2 Rollen praktisch gekauft und 3 erhalten. Jetzt habe ich Printfuel angeschrieben und habe gesagt, Jungs, ich war nicht so schnell mit dem Video. Gebt mir noch irgendwas bitte. Und dann haben wir einen Gutscheincode generiert, der heißt LATE10. Und mit LATE10 bekommt ihr als verspäteten Willkommensbonus nochmal 10% Rabatt auf die Rollen. Ihr bekommt Rabatt auf den Drucker, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ihr bekommt Rabatt auf die Printfuel-Rollen, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Beide Codes findet ihr da unten. Wer was haben möchte, gerne unter der Videobeschreibung vorbeischauen. Und ja, konstruktive Kritik natürlich auch in die Kommentare und schaut bei Discord vorbei. Bis dahin, einen schönen Tag. Ciao, ciao.